vielen Millionen Menschen hat Ludwig Erhard erstmals in der Geschichte unseres Landes Wohlstand und privates Glück ermöglicht. Und deshalb ist Ludwig Erhard ein moderner Held. Ein Held, der seine Schlachten nicht mit Panzern und Raketen, sondern mit Zigarren und Reden geführt und gewonnen hat. Es gab keine Erfahrungen mit einem solchen Wirtschaftsmodell. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, war es ein Akt des Mutes, dass er mit der Parole Wohlstand für alle ein ganz neues Wirtschaftsmodell in Wirkung gesetzt hat. Die zentrale Staatsaufgabe dabei ist es, einen Ordnungsrahmen zu setzen, in dem sich die Kräfte des Marktes und des Wettbewerbes entfalten können. Wie dieser Ordnungsrahmen aussieht, wie er weiterentwickelt wird, das hängt davon ab, was zu jeder Zeit, um die es geht, notwendig und wichtig ist. Es gehören Freiheit, Wettbewerb und Anerkennung persönlicher Leistungen, dazu aber eben immer auch Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Wenn wir uns heute anschauen, in welcher Weise sich Berufsbilder ändern durch die Digitalisierung, wenn wir sehen, wie stark sich die Wettbewerbsbedingungen durch die Globalisierung ändern, dann wissen wir, dass wir handeln müssen, dass wir auf der einen Seite offen sein müssen, aber auf der anderen Seite eben auch immer wieder diese Balance, die über viele Zeiten der klassischen Industriegesellschaft geherrscht haben, auch während der Zeit der Industrie 4.0 wieder durchsetzen. Das Konzept der sozialen Marktwirtschaft kennzeichnet Europa. Es prägt die europäischen Demokratien und unterscheidet sie von anderen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ordnungen weltweit. Die aktuelle Entwicklung der Digitalisierung und Globalisierung führen dazu, dass eine rein nationale Neuausrichtung der sozialen Marktwirtschaft nicht ausreicht, sondern dass wir stärker europäisch denken müssen. Nur dem freien Spiel der Kräfte es zu überlassen, wird nicht zum optimalen Ergebnis führen. Es braucht Eingrenzung, es braucht Kontrolle, es braucht eben dieses Bewusstsein, dass Marktwirtschaft einer Gesamtgesellschaft dienen muss. Gerade bei modernen Themen wie Digitalisierung, aber auch wie Globalisierung halte ich dies für unbedingt notwendig. Wir haben die konzeptionellen Grundlagen entwickelt, um das Wettbewerbsrecht dort anzuwenden, die darauf ausgerichtet sind, die Digitalisierung mit den notwendigen Leitplanken und Korsettstangen zu versehen, damit wir dort nicht einen rechtlosen Zustand haben, sondern damit auch dort die Regeln des Wettbewerbs gelten. Sie hat über 70 Jahre den Ausgleich von unterschiedlichen Interessen sichergestellt. Sie hat einen großen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt geleistet und natürlich auch zu einem erfolgreichen Wirtschaften im Verständnis von Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die soziale Marktwirtschaft hat jetzt das besondere inländische Problem der demografischen Entwicklung zu lösen, wo manche Prinzipien, die wir aus den letzten Jahrzehnten gewohnt sind, nicht mehr zumindest in der alten Form greifen, nämlich, dass die jeweils nächste Generation ganz einfach automatisch für die Ältere mit den Wohlstand erwirtschaften muss. Das wird schwieriger und darauf eine Antwort zu finden, damit wir auch in 15 Jahren noch die Leistungsfähigkeit haben wie heute, damit wir diese sozialen Sicherungssysteme tragen können. Das ist eine Veränderung gegenüber früher, als die Gesellschaft noch eine wachsende Gesellschaft war. Die soziale Marktwirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben nicht nur Rahmen vorgibt, sondern dass sie von Menschen, von Individuen gelebt wird und gelebt werden kann. Das bedeutet aber auch, wir müssen alle diejenigen mitnehmen, die jetzt aufgrund der Globalisierung Angst davor haben, dass sie eben nicht mehr teilhaben können am Wohlstand. Wir müssen sie nicht neu erfinden, aber wir müssen vielleicht vieles anders machen im Hinblick auf die Entwicklung dieser großen Plattformen. Die digitale Wirtschaft tickt ganz anders als die traditionelle Wirtschaft und dafür muss der Gesetzgeber, müssen wir als Behörden die richtigen Parameter finden. Aber da ist mir nicht bange, ich glaube, da sind wir dabei.